Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man mit etwas handwerklichem Geschick einen Erdbeerturm bauen kann. Der Vorteil liegt darin, dass die Erdbeeren hier nicht auf der Erde aufliegen und daher nicht so leicht faulen können. Der Erdbeerturm eignet sich auch sehr gut bei wenig Platz, beispielsweise für die Terrasse oder den Balkon. Ihr braucht für den Erdbeerturm ein Kanalrohr von ca. 17 cm Durchmesser und einer Höhe von ca. 110 cm, einen schweren Blumentopf, idealerweise mit Rollen unten dran, ca. 50 Liter Blumenerde, eine Bohrmaschine mit Lochfräseraufsatz mit ca. 10 cm Durchmesser, eine feine Metallfelle und grobes Schmirgelpapier und natürlich Erdbeerpflanzen. Ich habe in diesem Beispiel 34 Erdbeerpflanzen verwendet. Der erste Arbeitsschritt ist, die Löcher für die Erdbeerpflanzen zu bohren. Damit der Abstand der Löcher gleichmäßig wird, empfiehlt es sich, diese genau abzumessen und als kleine Hilfestellung mit einem Punkt zu markieren. Dann werden die Pflanzlöcher ausgefräst. Diese Arbeit erfordert etwas handwerkliches Geschick. Ideal ist es, wenn sich die Löcher jeweils gegenüber befinden. Die seitlichen Löcher werden versetzt gefräst. Die Ränder sind nun ziemlich ausgefranst und scharf, sodass man sich daran schneiden könnte. Daher wird im nächsten Arbeitsschritt zuerst mit der Metallfeile und dann mit dem Schmirgelpapier die Oberfläche geglättet. Ist dies geschehen, kann das Rohr auch schon bemalt werden. Den unteren Teil, der dann in der Erde eingegraben wird, lasse ich frei, da kommt keine Farbe rauf. Ideal ist dann Acrylfarbe, denn diese ist auch für den Außenbereich geeignet. Sie ist auch witterungsbeständig und wasserfest. Hier sollte man die gewünschte Farbe mit starker Deckkraft auswählen. Das Zeichen hierfür ist das schwarze Quadrat. Ist dieses auf der Packung abgebildet, deckt die Farbe den Untergrund sehr gut ab. Ich verwende hier die Acrylfarbe Olivgrün. Sie wird großzügig und unverdünnt mit einem breiten Pinsel aufgestrichen. Nachdem die Farbe über Nacht gut abgetrocknet hat, habe ich noch mit der Farbe Zinnoberrot ovale Punkte aufgemalt. Diese sollten ebenfalls über Nacht trocknen. Danach kann das Rohr schon mittig im Topf fixiert und mit Erde aufgefüllt werden. Dabei die Blumenerde rundum festdrücken, damit das Rohr Halt hat. Das Rohr selbst kann dann von oben oder von den Löchern her mit Erde gefüllt werden. Ich habe hier der Erde auch noch Hornspäne beigemengt, damit die Erdbeerpflanzen einen guten Start haben. Von unten beginnend werden die Erdbeerpflanzen dann eingesetzt und die Erde immer wieder mit Gefühl festgedrückt. Ganz oben im Rohr kommen dann auch noch Erdbeerpflanzen hinein und rundum im Blumentopf ebenfalls. Fertig ist der Erdbeerturm. Nur noch von unten und oben mit Wasser gießen und abwarten. Natürlich kann der Turm für Blumenfreunde auch mit bunten Blumen oder aber mit frischen Kräutern gepflanzt werden. Ich wünsche viel Freude beim Nachmachen.